Komme nicht mehr klar und damit meine ich mit meiner Bimssteinoberfläche und mit meiner Dämmung. Schrecklich. Ich habe damals einfach einen Platzhalter gebraucht und habe das eingefügt. Aber ja, wer diese Wand toll findet, der lebt auch irgendwie auf einem anderen Planeten, genauso wie meine Dämmung. Und ihr könnt mich das Ganze auch in euren Schnitten anzeigen lassen. Ich habe hier in meinem Assistenten einen Schnitt gemacht. Diese Bauteile lasse ich nur anzeigen und da könnte ich zum Beispiel die Textur anzeigen lassen. Wenn ich auf den äußeren Rand klicke von dem Schnitt, kann ich zum Beispiel hier auswählen, hier, hier oder hier. Und so sehen wir sozusagen unsere Animation. Hier geht er ja noch, aber gut, das sind schon sehr große Poren, würde ich mal behaupten. Wie machen wir das Ganze? Wir starten am besten so. Doppelklick auf eine Wand, egal ob im Schnitt, Grundriss oder in der Animation. Hauptsache, ihr geht dann auf Formateigenschaften und habt hier die Oberfläche-Animation. In meinem Fall ist es BIMS Surf. Und Surf steht natürlich für Surface, also für Oberfläche. Hier kann ich deaktivieren oder aktivieren. Ich kann eine neue Oberfläche erstellen. Wenn ich die Oberfläche erstelle, habe ich die Möglichkeit, eine Textur auszuwählen oder eine Farbe. Möchte ich jetzt nur eine Farbe ändern? Dann habe ich halt grau, grün, blau oder weiß, so ungefähr. Da kann ich hier schön irgendwas heraussuchen. Möchte ich in dem Fall nicht, sondern ich möchte eine richtige Textur. Damit ich eine Textur erhalte, muss ich mir irgendetwas herunterladen oder ich habe irgendein Programm, wo ich keine Probleme, rechtlichen Probleme erhalte, wenn ich irgendwelche Stockage-Fotos nehme. In meinem Fall habe ich Canva genutzt und habe hier BIMS-Stein und Teil eingegeben oder Texture. Je nachdem. Und habe einfach diese magische Empfehlung hier genommen. Da ich die Vollversion habe, habe ich hier mich für das hier entschieden. Habe dann das Grau eingestellt. Das war vorher schwarz. Das war mir zu heftig. Und dann habe ich das ein bisschen ausgegraut. Die PNG habe ich abgespeichert. Ich habe das Format 1000 auf 1000 genommen. Und dann kann ich hier reingehen und kann mir jetzt die PNG holen. Ich habe sie in meinem Büro abgespeichert, hier BIMS-Stein. Und jetzt wird sie auf meinen Würfel draufgelegt. Das sieht man hier. Ne? Jetzt habe ich die Möglichkeit, auch das Ganze noch transparent zu machen oder nicht. Das mache ich nicht. Ich bewehre das Ding ja auch nicht. Ich könnte aber noch sagen, dass es hier multipliziert werden sollte mit der Farbe. Dann wäre es ein bisschen grauer. Könnt natürlich hier auch gelb einstellen. Dann wird es hier gelb. Und wenn ich auf Normal stelle, dann nimmt es wieder das Mischverhältnis aus der Textur raus, also alles aus der Textur. Ja, hier müssen wir noch die Skalierung achten, denn hier wird dieses Teil hergenommen, also die PNG, und wird sich auf 5 Meter ausbreiten. Das ist viel zu viel. Wir machen mal nur 0,5. Genau, wird automatisch skaliert und wir stellen auf Wiederholen ein. Würden wir das deaktivieren, wird sich die PNG auf das ganze Bauteil ausbreiten und das schaut dann verpixelt schlecht aus. Wollen wir nicht. Also lassen wir das hier und wiederholen das ja. Jetzt könnte man zum Beispiel noch ein Relief auswählen, was ich ziemlich cool finde. Ich gehe wieder auf den BIM-Stein. Habe den hier eingefügt und ja, keine Ahnung, was das alles bedeutet. Intensität, das checke ich schon noch. Machen wir mal so. Und so weiter und so fort. Und sagen wir mal, okay. Jetzt muss ich das Ganze noch einen Namen nehmen. Wie tauft man denn das Kind? Wir nennen es BIM-Stein V2. Jetzt haben wir hier den BIMS-Stein V2 Surface. Okay. Und jetzt vergleichen wir dann mal, was uns besser gefällt. Gefällt uns jetzt der BIMS-Stein besser? Schreibt es bitte in die Kommentare. Oder der hier. Und wir sehen auch richtig, hier ist so ein Relief mit drin. Schaut richtig stark aus. Gefällt mir sehr gut. Und dieses Surface werde ich natürlich jetzt übertragen. Wie mache ich das mit AR-Eigenschaften? AR-, komm, das muss ich doch schon so finden. Yep. Mit diesem Befehl allgemeine AR-Eigenschaften modifizieren. Ich kann jetzt hier eine Oberfläche auswählen, BIMS-Stein Surface. Am besten arbeitet man mit Filter, da ich aber jetzt nicht viele Bauteile zum Auswählen habe, klicke ich einfach mal hier drauf. Das sind meine drei und ich mache Anwenden. Was ich jetzt noch schnell überarbeiten möchte, ist das hier. Da müsst ihr jetzt im Video zuschauen, denn da habe ich einen Fehler gemacht. So gefällt mir das schon viel besser. Und dasselbe mache ich jetzt noch für die Dämmung. Und dann habe ich meine Oberfläche eingestellt. Ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Wenn ihr Einbauteile braucht, auf www.superz.de gehen. Ansonsten liken, abonnieren und weiterempfehlen. Ciao, ciao, euer Peter. Servus.